Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Wir schreiben das Jahr 2019 nach Christus. Ganz Deutschland ist von den bösen Geistern, Profitstreben, Egoismus und Konkurrenz besetzt. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Postsiedlern bevölkertes Dorf hört nicht auf, den Eindringlingen mit Solidarität, Barmherzigkeit und guter Nachbarschaft Widerstand zu leisten. Die Postsiedlung, das sind 5.312 Einwohner, 877 Bäume, 344 Vögel, 111 Igel, 63 Eichhörnchen, 28 Katzen. Wir haben jetzt schon 5555 Ameisen gezählt. Na gut. Heute geht es um Barrieren in der Postsiedlung. Ja, wir haben uns als Verein zusammen in der Postsiedlung e.V. die Aufgabe gestellt, in diesem Teil von Darmstadt, das sind ja knapp 5300 Bewohnerinnen und Bewohner, die wir hier erreichen wollen mit unserem Quartierladen, dass wir echte Nachbarschaften fördern wollen. Das bedeutet, es geht darum, dass alle Menschen hier, die hier leben und vor allem auch die Menschen mit Handicap, dass die mit einbezogen werden in unsere Arbeit. Und da ist uns eben in den vergangenen Jahren sehr häufig aufgefallen, dass wir Situationen haben, wo Menschen von Behinderungen, jetzt in diesem Fall auch, also Rollatoren fahren, die zu unserem Seniorenmittagstisch kommen, berichten von viel zu hohen Bürgersteigen, von denen sie blockiert werden. Es wird berichtet von Geschäften, die nur über mehrere Treppenstufen zu erreichen sind. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir sagen, wir möchten das Ganze gerne systematisch aufgreifen und wollen eben auch was konkret tun. Und durch die Förderung von Aktion Mensch wird es uns eben möglich gemacht, das Ganze auch politisch aufzugreifen. Ich hatte schon oft die Situation, dass ich den Bürgersteig nicht benutzen konnte, weil die Autos, die den Bürgersteig zugepackt haben und ich auf die Straße ausweichen musste. Und das kann halt bei einer stark befahrenen Straße sehr gefährlich sein. Ich würde gerne mit ihr mehr verreisen, aber das ist auch immer die Katastrophe mit den Bahnhöfen, dass an manchen Bahnhöfen zum Beispiel gar kein Lift ist oder die Einsteigsituation ist halt oft, wo hält der Wagen, ist der ganz hinten oder ganz vorne, wo man mit dem Rollstuhl eben rein kann, das ist auch immer so eine Aufregung, wo muss ich hinspurten mit ihr. Und und es ist natürlich auch schade, man kann umsonst fahren, hat dieses Ticket, muss aber dann, wenn ich zum Beispiel meinen Sohn in Hamburg besuche, ganz oft umsteigen, weil man keinen IC benutzen kann. Und dann ist es auch alles wieder eigentlich, das mache ich dann nicht mit ihr. Also es geht hier nicht um Komfort, sondern es geht um unangenehmes Alltagserleben, wo man unter Druck gerät, irgendwie auch unter einem Beweiszwang. Das verstehen viele Planer nicht. Das ist nicht nur unkomfortabel, das ist einfach, das ist das, was eben nicht Inklusion ausmacht. Das ist nicht selbstverständlich, man hat immer noch das Gefühl, man muss eine Extrawurst für sich verlangen, das grenzt aus. Das ist eben eine Absenkung, an der nicht alle Belange bedacht sind. Für Rollstuhlfahrer ist das sehr gut, weil wir eine absolute Nullabsenkung haben, also gar keine Schwelle im Übergang zwischen Gehweg und Straße für blinde Leute. Allerdings verschwimmt hier die Grenze zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg, also dem sicheren und dem gefährlichen Bereich. Hier bräuchte man Bodenindikatoren, um das für diese Menschen abzusichern. Ja, die Leitscheiben sind gedacht für Sehbehinderte, eben um klarer diese Übergangsstellen zu finden. Es gibt Bereiche, wo unbedingt was gemacht werden müsste.
die unübersichtlich sind, die gefährlich sind, wo wirklich alle kreuz und quer durcheinander laufen. Es muss nicht alles ganz klar geregelt sein. Das ist ein Fahrradweg, das ist ein Fußweg. Nein, aber einfach, dass an gerade über Querungsstellen, dass da eine Klarheit ist. Die Frage, warum wird es nicht gemacht? Nebenan der Zahnarzt genauso. Oder auch andere Institutionen. Hier das Restaurant Flambé, auch dort hat man nicht dran gedacht. Gut, aufwendig umgebaut, der Vorplatz wurde neu gestaltet. Und man hat null auf Leute geachtet, die mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder sonst wie unterwegs sind. Wir lassen uns in der Postsiedlung nicht B-Strich hindern, auf allen Ebenen, und möchten ganz gerne sozusagen das Thema Barrierefreiheit mal im baulichen Bereich beginnen und durchaus mit der Ansicht dann Erfolge zu erzielen in dem Fall und dann weiterzugehen. Es gibt ja ganz viele weitere Barrieren. 5012, 5013, 5014. Wir haben keine Lust mehr, Ameisen zu zählen.